Oh ja. Oh ja. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Stil. Und zwar der Lars Extra lädt heute ein. Denn wir sind bei Toni Forelli in Ganderkesee, ne? Genau, Ganderkesee im Oldenburger Land. Wir haben hier 7 Teiche zur Verfügung und wollen heute mal gucken, dass wir ein paar Forellen ans Band bekommen. Es ist Schonzeit mittlerweile fast überall und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier nochmal ein schönes Video für euch zusammenbekommen, um euch zu erklären, Montagen zu erklären und ja, einen schönen Spaß zu haben. So sieht's aus. Und zwar, für einen guten Zweck hat der Lars das Ganze ersteigert, hat uns dann zusammen eingeladen. Das heißt, wir dürfen hier 2 Nächte übernachten in einem schönen, ja, einer schönen Bude und können dann an den Tagen und schön angeln gehen. Ne? So sieht's aus. Und heute startet unser erster Tag, gleich geht's los und ihr folgt uns. Mitnehmen, mitkommen, dabei sein. Bis später. Viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Was gibt es heute denn überhaupt Leckeres? Oh. Heute haben wir ein bisschen Sniertjebraten mitgebracht. Das machen wir jetzt in Dutch Ofen fein. Und dann gibt es Rotkohl dabei und ein paar Westernkartoffeln. So, wir angeln hier heute auf Forelle und teilweise aber auch auf Stör. Und wir haben einerseits haben wir eine schöne Grundroute, wo wir euch später noch was zu erzählen werden. Da angeln wir nämlich mit einem auftreibenden Köder. Aber was für uns natürlich am spannendsten ist, ist das aktive Angeln. Ich habe hierfür eine schöne Ultralight-Route mit 1,5 bis 6 Gramm. Da würden manche sagen, das ist vielleicht gar nicht mehr Ultralight. Also weniger würde gehen. Und ja, da habe ich eine richtig schön dünne geflochtene Schnur. Dann Flu-Carbon-Vorfach, knapp einen Meter und schöne Ultralight-Snaps, die ich vorne dran packe. Und da hänge ich dann gleich einen schönen Spoon rein und dann gucken wir mal, ob wir was auf Spoon kriegen. Der Johannes hatte nämlich vorhin schon einen Biss auf Spoon und auch der Christian hat einen Biss auf Spoon. Und da ich meine Route noch nicht dabei hatte, die jetzt erst aufbaue, hoffe ich, dass ich auch gleich einen Biss auf Spoon habe. Drückt mir die Daumen. So, wir haben den ersten Fisch im Drill auf Gummiköder ganz langsam geführt. Nein! Doch! Fast verkehrschert! Ich hab den safe gesehen, Johannes. Sehr gut. Jetzt klatscht auf die Faust, der wird nervös. Danke!
Schluck, Köder, Fisch. Zack, eigentlich doch. Tigerforelle. So, ganz wichtig ist es bei den Forellen, bevor man den Köder entfernt, hier im Fall ist er ja schon ausgeschlitzt, Fisch sofort betäuben und dann einmal einen Herzstich machen. Und schon ist er weitgerecht getötet. So haben wir eine kleine Tigerforelle, kleine Portionsforelle. Jetzt kommt ein bisschen Schleichwerbung. Es ist gefangen auf den Dermax in der Größe 50 mm. So, lass weitergehen. Der nächste Fisch ist da. Graskeche. Petri. Petri, danke. Ja, liebe Leute, Tigerforelle ist hier am Haken. Schön sieht's aus. Erste, die ich gefangen habe. Also Tigerforelle generell und für heute auch. Ich freue mich. Ja. Da war meiner. Soll ich? Ja. Zum Glück bin ich so eine schlanke Gazelle. Ja, passiert nichts mehr. Du weißt ja, wenn ich in der Nähe bin, dann höre ich direkt auf. Schade eigentlich. Du hast gerade noch einen Fisch gefangen, ja. Habe ich gehört. Ja. Was denn für einen? Schöne Tigerforelle. Jetzt gerade eben noch mal 4 Anfasser gehabt. Aber unglaublich, wie vorsichtig die sind. Naja, guck mal, die zieht einfach gerade nach unten. Was kommt da raus? Ich weiß nicht, ob Fisch vielleicht schon mal. Fuck, ey. Mann! Das war der beste Fisch, den ich hatte bis jetzt. Ja, reg dich noch ein bisschen auf. Hier wieder. Brauchst du jetzt nicht filmen? Irgendwas macht. Becky, was machst du da? Warum? So, hier. Kann ich genau sagen, warum? Darum. Was machst du denn? Ein Stock, Schilf, irgendwas. Ja. Hätte ich mir fast schon wieder die Route geschrottet, weil bis gegen ab, bis an Zeiger. Was macht
was macht meiner einer? Schmeißt seine UL zur Seite. Und was war? Wiggy hat seine UL in meine Montage geschmissen. Und fragt mich dann auch allen Ernstes, ja, wo hast du denn hingeworfen? Ja, da, wo du es mir gesagt hast. Ja, aber da habe ich gar nicht hingeworfen. Ja, nee, ist klar. Ja, bitte nicht. Hängen geblieben bist du wirklich. Nochmal, wie läuft das denn gerade so? Ja, es gab schon einige Bisse und Fische auf Spoon, auf Gummi, auf Pose. Ja, außer bei mir. Ich habe noch keinen Kontakt gehabt. Bei den anderen läuft es, würde ich sagen. Bei Wegi läuft es gut und scheiße, weil er halt auch schon wieder was verloren hat. Aber es tut sich zumindest was. Ich bin ja nicht, genau, nicht so auf der falschen Fährte scheinbar. Ich bin hier so der einzige einarmige Bandit, der das nicht auf der Reihe kriegt, überhaupt Kontakt zu haben. In dem Sinne. Aber es ist Forellenangeln, das kann ich nicht. Das ist so mein rotes Tuch. Und dann ist das auch in Ordnung. Hauptsache die anderen fangen. Hab nicht gejammert. Ich hab nicht gejammert. Ja, man muss nur lang genug entspannt auf der Bank sitzen bleiben, dann klappt das. Ist so. So, jetzt hat es endlich auch bei mir geklappt. Ich habe mit einem Spoon hab ich geangelt und den weiterhin geführt die ganze Zeit. Die anderen haben auf Posenmontage umgesattelt, was auch relativ erfolgreich bei denen geklappt hat. Und ich habe es weiter mit dem Spoon probiert. Ja, langsam geführt. Ich habe keine Ahnung, ob ich Bisse hatte oder nicht. Ich kenne mich da noch nicht so gut mit aus. Fühlte sich oft an, als wären das Schnurschwimmer gewesen oder so, aber irgendwann hing dann eine und dann hat es ja doch noch geklappt. Also bin ich dann auch ganz gut zufrieden, weil mit ihr was gerechnet habe ich eh nicht, weil das ist halt nicht meine Disziplin. Aber schön, dass es klappt. Und vielleicht kann der Wegi euch ja mal erklären, wie seine Montage funktioniert. Das wird er jetzt machen. Ja, also der Knoller hat gesagt, ich soll euch mal erklären, wie meine Montage funktioniert. Das ist eigentlich total einfach. Also ich habe hier eine relativ große, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, eine 4 Meter lange Tremarella-Route nennt sich das. Das ist im Grunde genommen aber nichts anderes als eine feststehende Posenmontage. Hier oben ist der Schwimmer. Bisschen ausgebleit. Ganz kleinen Tönchenwirbel dran. Einfach auch nur, um den Drall aus der Schnur zu nehmen, weil der Trick ist dabei, ich habe hier die Bienenmaden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Halt euch das mal so hin. Die habe ich so aufgezogen, dass sie hier so eine L-Form ergeben. Das führt dazu, dass die im Wasser sich wie bescheuert um ihre eigene Achse drehen. Und das reizt die Forellen nochmal zusätzlich. Das heißt, wir lassen die Pose nicht einfach nur stehen an der Stelle, sondern wir versuchen die ganz langsam zu führen, zu animieren, auch durch zitternde Bewegungen in der Rutenspitze. Das ist so dieses... Tremarella-Angeln dadurch kommen halt Impulse, wie man das vom UL-Fischen mit dem Gummi auch kennt, eben die sich in den Köder niederschlagen und dadurch gerät er in Aktion und reizt die Forellen nochmal zusätzlich. Die hat man vorher gesehen, ne? So eine gute. Wollten wir, oder? Ja. Schön, jetzt dreht er auf, der Knolle hier. Fächer darfst du trotzdem reinhalten. Mach ich. Aber der ist noch nicht so weit, oder? Ja. Lang. Jawohl. Jawohl, Herr Knoll. Das Spoon ist schon raus. Sieh an. Geil. Geil, Omar. Hat er? Sauber, Petri.
Gummiangeln ein bisschen erklären. Und zwar gibt es die unterschiedlichsten Haken von den unterschiedlichsten Herstellern. Die jetzt sind zum Beispiel barbless, sprich ohne Widerhaken. Und sind auch hier verschiedene Grammaturen drin. Dann gibt es Haken für Mahnimitationen oder ja, kleine Teigpropeller-Imitationen, wie diese zum Beispiel. Ganz wichtig dabei ist der Doppelwirbel, der hier drauf ist, damit sich das ganze System dementsprechend unter Wasser vernünftig drehen kann. Und dann habt ihr die unterschiedlichsten Forellenköder von diversen Herstellern. Also da gibt es mittlerweile unterschiedlichste, die sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Shroudwurm von Probates. Und wie das Ganze funktioniert, wie man die aufzieht, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Einmal mittig reinpieksen. Etwa bei der vierten Lamelle wieder rauskommen. Aufziehen. Und so sieht das Ganze aufgezogen aus. So, Halbzeit. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag hier durchgefischt, haben alles ausprobiert, von Spoon bis Bienenmade, alles durch. Haben auch schon viele Fische fangen können. Wie ist euer Fazit, euer Resümee für diese erste Halbzeit? Wir haben ja noch jede Menge Stunden vor uns. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt 4 Fische mehr gefangen, als ich gedacht hätte, also 3. Und das fand ich schon sehr geil. Also, und ich habe sogar noch ein paar Bisse am Ende gehabt. Ich habe nur mit Spoon die Sachen gehabt. Ja, wir sind ja schon gestern Abend angereist, haben hier das Wohnheim bezogen. Igor Jojo hat sehr gut für uns gekocht. Es gab Schnierchenbraten, echt ostfriesisches Gericht. War super lecker, danke dafür. Das war geil. Ja, also. Definitiv, ja. Ist auch mega. Alles aufgekommen. Dann bist du frisch, ist das heute wohl, ne? Aber ansonsten. Frisch, aber sonst haben wir wirklich Sonne. Mega Gott sei zufrieden. Dank, wir sind mehr als zufrieden. Ja. Ja, und damit das für die zweite Halbzeit nicht so langweilig wird, habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar, ich habe mir von Mareike Klose Spoons anfertigen lassen. Die möchte ich überreichen. Oh! Extra für Angeln mit Stil. Schönes Spoon. Mega gut. Voll geil. Also, und dazu muss ich sagen, da möchte ich heute auf jeden Fall einen Fisch mit euch sehen. Also Lars, ich muss ja sagen, ich bin sehr überrascht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil du uns das auch nicht vorher gesagt hast. Also mega, die Überraschung ist hier echt gelungen. Da hätte ich nie gedacht. Oh! Nein, danke sehr. Vielen, vielen Dank. Er hat uns natürlich im Vorfeld schon einen kleinen Hinweis gegeben und ich habe den gerade bei ihm gesehen. Mega geil. Sehen toll aus. Ja. Ich freue mich. Fischkontakt hast du auch schon, Lars, ne? Ja. Hallo. Da rede ich jetzt nicht drüber. Ja, aber den Fisch habe ich dann fangen können. Ich hatte einen schlechten Kescherboy. Ja, den Knolle. Ich hab man den kann nicht verkeschert! Den hast du komplett verkeschert. Also in dem Moment, als du den Kescher in der Hand genommen hast, war der Fisch verloren. Das stimmt. Aber ist nicht schlimm. Ich würde sagen, das nehmen wir uns für heute Nachmittag vor. Jetzt, Attacke! Dann los, ich keine Pinkel, Zeit. Los. Niklas, mach Kamera aus, keine Zeit. Dass er jetzt den Fisch gefangen hat mit dem Spoon, das zählt nicht. Ich habe nämlich noch gar nicht anfangen dürfen. Das zählt nicht. Peter Johannes. Ja, der Lars hat uns gerade die schönen Angeln mit Steel Spoons gegeben. Und dann konnte ich den beim dritten Wurf gleich entschneidern. Geile Sache. Lars hat's immer. Die klötert aber auch. Oh ja, oh ja.
Die erste auf Grund, die geklappt hat, ne? War geil. Ja, Mann. Schön. Macht Spaß, oder? Kann man machen, ne? Alter. Hallo, Herr Damm. Das ist eine Bachforelle. Ja, glaube ich. Ich muss aufpassen, meine Ohren. Aber jetzt kommt sie wieder raus. Ich muss aufpassen. Ja, ja, deshalb. Rainbow Trout. Ja, also die, aber what a luck. Die gefällt mir doch. Viel schön. Besser. Richtig geiler Fisch. Geil. Mensch. Ich bin gerade im Knopf. So, dann will ich euch jetzt mal erzählen, wie ich diesen Fisch gerade gefangen habe. Ich kann euch jetzt zwar einen erzählen, als hätte ich Ahnung, habe ich nicht. Aber der Johannes und der Christian und der Lars, die haben mir das gezeigt. Denn ich habe in diesem Falle einfach nur eine ganz stinknormale Karpfenrute genommen, aber eine leichte vor allen Dingen, 2,70 lang. Und ich habe jetzt eine Grundmontage angeboten mit einem Taster dabei, also ein kleines Grundblei. Dann kommt da eine Stopperperle, dann das, der Wirbel oder der Snap. Und daran habe ich dann ein kleines Vorfach dran. Auf dem Haken habe ich dann eine Bienenmade dran angeboten und Powerbait, was es ein bisschen auftreibend bringt. Und dann haben wir so ausgeworfen. Das Ganze auf den Rodpot gelegt und dann ging es Attacke. Direkt hingesetzt, ne? Aber Knollo, ganz ehrlich, erster Wurf. Tüte, was? Über die Tüte reden wir gleich nochmal. Oh Junge, der ist aber süß, du. Satan! Also wenn du ein Zahnloch hast, dann kannst du ihn damit füllen. Nun geht's hier aber ab, du. Dafür machen wir, das verkauft sich aber gut, das ist ein Tiger. Ja, vor allem richtig groß, ne? Ja, ja. So. Ja. Das war aber auch eine lange Geburt mit dem Stör. Mann, hat er funktioniert. Geil. So, am Ende habe ich mir gesagt, komm, Störangeln ist ja eigentlich wohl dein Ding. Jetzt legst du es mal drauf an, weil wir das die ganze Zeit nicht hingekriegt haben oder auch bis zum Schluss erstmal gar nicht effektiv gemacht haben. So, und dann habe ich so eine Paste. Stinkt wie Sau. Aminoflash, Störteig, Käse. Keine Ahnung, was das ist. Stinkt wie Sau, klappt. Aber ich habe ein bisschen Räucherlachs drunter gelegt. Hab da noch eine Bienenmade mit dran, damit dazu. Hier bin ich. Hab da Räucherlachs dran gepackt. Eine Bienenmade, damit auch wenigstens ein Köder dran bleibt, wenn der Rest abgeht, weil dieses Zeug geht leicht ab. Und da habe ich mir überlegt, wir haben Kaviar. Und das haben wir in diesen Kneteig einfach mit reingedrückt. Die Bisse kommen meistens echt instant. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal die Kamera laufen, die packen wir daneben. Und schauen, ob die Bisse direkt wiederkommen. Stör! Ja, stör! Nein! Ja! Nein! Weiter! Höhe rein! Geil! Bisse kommen! Eine Oberfläche! Bitte! Kann ich mich nicht einmal mit dem Rücken zu dir drehen, ohne dass irgendwas passiert? Da hat mir heute Morgen noch einer gesagt, oh, seid ihr wieder angeschrotten? Ja, natürlich bin ich wieder angeschrotten. Gute kaputt. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Ich bin drauf getreten.
Warum? Weil ich da Bock zu hatte? Die kostet ja auch nur 280. Warum sollte ich das nicht machen? Stimmt. Und ich hab gerade zu Franka gesagt, ich will die von ihm haben. Und dann fragte er, Vorsicht. Sebastian wollte die wohl haben. Ja, dann gib ihm die. Ich hab ja noch eine. Was ist das für eine Seite? Muss ich vorn haben. Du kriegst gleich so auf die Fresse, Junge. Sage Bock, du. Liebe Leute, wir sind fertig. Er ist auch fertig, aber seid ihr soweit? Ja, wir sind soweit. Bist du jetzt erst soweit? Ich war schon angefangen. Moment. Er muss sich erst die Maske auf den Kopf schlitzen. Damit er aussieht wie so ein, wie heißt der noch? Ein Pastor. Naja, wie das, die Eulen. Den Rabbi. die Käseantje. So, Leute! Tu nicht so, als hättest du meine Energie. Ich hab keine Energie. Das waren so die letzten Zucker. Ist so wie der Lachs. Liebe Leute, wir sind fertig, wie man unschwer erkennen kann. Der Tag ist vorbei. So. Tschüss. Liebe Leute, der Tag ist vorbei. Wochenende bei Toni Forelli neigt sich dem Ende entgegen, so langsam zumindest. Ihr seht, wir sitzen wieder in unserem Mobile-Häuschen und sind eigentlich glücklich und zufrieden, aber auch völlig fertig, ne? Ja, erschöpft. Ja. Erschöpft. Ja, wir haben schöne Fische gefangen, uns hat es hier super gefallen auf der Anlage. absoluter Tipp. Lars? Alles gut. Ja, war schon absoluter fertig. Tipp, mal vorbeizuschauen bei Toni und jetzt gibt es gleich noch was von Johannes. Lecker hinter die Kiemen und dann. Ja, wir essen jetzt noch schön was und in der Zeit werden wir was essen. Falls ihr noch ein bisschen mehr Kraft habt wie wir, lasst doch mal hier so einen Daumen nach oben oder ein Abo oder ich weiß nicht, gibt es nicht so eine Käseglocke, Ding, Ding, Ding und so, wie der Teil da heißt. Jo. Oder einen Kommentar und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, Hauptsache ihr habt Spaß gehabt mit der Folge. Genau. Und bis zum Ende dabei geblieben. Tschüss. Tschüssi.